So, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Monat Dezember 2022. Ja, mein letztes Neuzugänge-Video für das Jahr 2022. Eigentlich habe ich mitgekriegt, dass ich eigentlich fast gar keine Neuzugänge haben werde, was auch lange Zeit so war. Aber dann hatte ich doch zwei Teile, die mich dann doch irgendwie, ja, wo ich dann nicht Nein sagen konnte. Und dann kam noch Weihnachten dazu und dann, ja, habe ich gedacht, okay, dann lohnt sich doch ein Neuzugänge-Video. Und zwar haben wir zum einen folgende Band hier, und zwar The Inheritance Games, der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Das ist der dritte Band der Inheritance Game Reihe. Genau, das ist ja im November rausgekommen und ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass ich das im November bekomme, aber dass die Special Bücherbüchse Ausgabe ist, hat das wohl mit dem Versand nicht so gut hingehauen und deshalb kam das erst im Dezember an. Genau, deswegen habe ich das auch auf meine Dezember Leseliste gepackt und auch einen Dezember Neuzugang. Ich will euch jetzt nochmal den Buchschnitt zeigen, wenn ihr den nicht sehen wollt, dann müsst ihr mal kurz vorspringen. So sieht das Ganze aus. Finde ich auch wieder wunderschön. Vorteil des Ganzen ist auch, dass das eine Hardcover-Ausgabe ist. Die gibt es tatsächlich auch nur bei der Bücherbüchse. Normalerweise ist das ein Taschenbuch oder eine broschierte Ausgabe. Und ich liebe ja Hardcover, deswegen kann ich hier wieder stehen. Und die Reihe ist sowieso auch großartig. Das muss ich auch sagen. Genau, das ist angekommen. Dann ist ein Buch angekommen, was ich spontan kauf war. Und zwar True Crown, die Lady und der Lord Magier von Oliver Atwater. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen, irgendwie bei anderen. Und ich fand halt die Prämisse irgendwie ganz lustig. Das ist halt so, spielt so in der Regency-Zeit, also so 19. Jahrhundert. Und unsere Protagonistin ist eigentlich so eine übliche, ja, die Betantin, die dann irgendwie den Mann fürs Leben sucht. Allerdings hat das Ganze einen magischen Twist. Und zwar hat unsere Protagonistin irgendwie die Hälfte ihrer Seele, ja, verloren an einen Fee, denke ich mal. War das, glaube ich. Genau, und das Ganze hat so ein paar Problemchen, die es mit sich bringt. Fand ich irgendwie total lustig. Also, das ist so eine Sache, die mich dann auch anspricht und habe gesagt, okay, probieren wir mal aus. Und warum ich es jetzt auch mit dem kaufen musste, ist, dass ich die Erstauflage mit diesem Buchschnitt. Und zwar tatsächlich total regulär. Also das ist jetzt kein Bücherwechselbuch, sondern das ist tatsächlich so erschienen. Allerdings nur in der Erstauflage. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das jetzt auch in der Erstauflage haben. Sonst ist das ja halt auch irgendwie schade. Ja, ich weiß, mit mir kriegt man mich mit Buchschnitten auch. Muss ich einfach sagen. Und Hardcover sonst auch daneben noch. Das ist auch der Auftrag einer Reihe, also da gibt es noch mehr Bücher von demnächst. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ich dazu finden werde. Und dann habe ich noch ein Schnäppchenkauf. Nein, ich habe mal wieder was gespendet im gebrauchtwaren Kaufhaus und dann gehe ich mal durch und gucke, was die so an Büchern anzubieten haben. Und da habe ich dieses Buch hier gefunden, was ich auch schon seit Ewigkeiten haben möchte, und zwar von John Green und David Levison, Will und Will. Oder auf Englisch Will Grayson, Will Grayson. Ja, das ist eine Contemporary-Geschichte, in der es um zwei Jungs geht. Ich weiß gar nicht, ob die sich ineinander verlieben. Bin mir nicht ganz sicher. Aber na, es ist halt Boys Love Story dann halt. Die ist schon ein bisschen älter. Ich muss auch sagen, ich komme auch mit beiden Autoren nicht immer klar. 2010 ist das Original erschienen. Okay, ist auch schon ein bisschen älter. Ich komme auch nicht um meinen Autoren immer klar, aber ich habe auch schon gute Bücher von beiden gelesen. Ja, schwierige Sache. Also hier interessiert mich ja das Thema auch, deswegen denke ich mir, ja, das könnte gut sein. Könnte gut sein, muss nicht, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Deswegen, also das war halt gebraucht, ein Taschenbuch auch gelesen, oder so eine leichte Leserin. Hat auch nicht viel gekostet, deswegen. Versuche ich das mal. So, dann gab es natürlich auch noch Weihnachten. Ich habe natürlich auch ein paar Bücher zu Weihnachten geschenkt gekriegt, die halt auf meiner Wunschliste standen. Also, die habe ich mir jetzt auch gewünscht. Und zwar das Schmuckausgaben. Und zwar habe ich zum einen bekommen Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle. Das ist der erste Band einer Reihe. Also, diese Hardcover-Ausgabe von der Koppenrad gibt es halt mehrere. Und in dem ersten Band ist ja auch tatsächlich die Studie in Scharlach und das Zeichen der Vier drin, also zwei Geschichten. Und soweit ich es erkennen konnte, sind das, glaube ich, auch, ist auch die richtige Reihenfolge, wie die Geschichten so
in der Ausgabe veröffentlicht werden. Deswegen habe ich gedacht, das ist eigentlich eine sehr gute Ausgabe, um das Ganze zu lesen. Ich habe ja wahrscheinlich schon in mehreren Videos schon erzählt, dass ich gerne Sherlock Holmes endlich lesen möchte. Genau, und die Ausgaben sind einfach sehr gut. Das sind die etwas kleineren Koppenrad-Schmuck-Ausgaben. Da habe ich ja Effie Breeze drin gelesen und das war eigentlich ganz gut zu lesen. Muss halt ab und zu mit den Gimmicks aufpassen, dass sie einem dann nicht entgegenfallen. Also hier sind wieder so Briefe und so Zeitungsausschnitte und Postkarten und sowas dabei. Was ich halt sehr knuffig finde. Und ja, das ist tatsächlich so die Ausgabe, die ich auch wirklich gerne dann angehen möchte. Genau. Das habe ich bekommen und noch einen weiteren Jane Austen und zwar Northanger Abbey. Genau, das ist die etwas größere Schmuckausgabe. Ist jetzt nicht so dick, das ist, glaube ich, auch eins der dünneren Bücher. Dann fehlen mir, glaube ich, noch ein oder zwei Jane Austen-Ausgaben. Ich glaube, Mansfield Park fehlt mir noch. Genau, aber wie gesagt, man kann nie noch Jane Austen-Ausgaben haben. Das Buch habe ich auch tatsächlich immer irgendwann gelesen. Ich weiß, das ist halt so ein bisschen anders als die anderen Jane Austen-Bücher, weil das halt so eine Art ja, so ein Groschenroman kann man auch nicht sagen, aber so oft so ein bisschen im Stile der Horror-Heftchen von der vergangenen Zeit so basiert ist und deshalb auch vom Schreibstil ein bisschen anders ist von der Geschichte. Naja, auf jeden Fall ist es in Osten. Es sieht wunderschön aus. Was möchte man mehr? Ja, das war es damals sich auch von meinen Neuzugängen. Also zwei geschenkt und eine Nachlieferung aus und zwei gekauft, finde ich, ist okay. Genau, also was mein Sub macht, werde ich wahrscheinlich so am Ende des Monats im nächsten Monat nochmal erzählen, aber wie man sieht, ist der jetzt auch nicht gewachsen oder sowas im Dezember. Also ich habe mein Subabbau-Ziel für dieses Jahr erreicht, kann ich schon mal verraten. Und ja, neue Ziele fürs nächste Jahr werde ich mir dann vornehmen. Da wird es auch noch ein Video zu geben. Aber genau, also ich werde immerhin auch weiter versuchen, mehr zu lesen oder auszusortieren, als ich kaufe, damit man so nicht wieder ansteigt. Aber ja, das ist mir dieses Jahr gelungen. Ich denke, das wird nächstes Jahr auch wieder so werden. Es gibt halt immer Monate, wo ich mehr neue Zugänge habe, Monate, wo ich weniger neue Zugänge habe. Und ja. Das war ein Monat mit weniger Neuzugängen. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr so an Neuzugängen im Dezember habt. Habt ihr auch Bücher geschenkt bekommen? Habt ihr euch selber beschenkt? Das mache ich auch mal gern. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.